So. Jetzt tut sich wieder eine neue Welt auf. Jetzt plötzlich zurück. Eine Falle ist das, sagte er hastig. Gisborne lachte. Weiße Stellen keine Menschenfallen. Du bist wahrhaftig ein echtes Geschöpf der Dschungel. Ich sehe, das Ding hat weder Haken noch Schlingen, sagte Mowgli. Noch niemals habe ich derartiges gesehen. Auf Zehenspitzen kam er wieder in das Haus zurück und betrachtete mit weit geöffneten Augen die Einrichtung der beiden Räume. Abdul Ghafur, der gerade das Mittagsmahl auftrug, betrachtete ihn mit tiefer Abscheu. So viel Mühe, um essen zu können, und so viel Mühe, um zu ruhen nach dem Essen, sagte Mowgli grinsend. Wir in der Dschungel haben es leichter. Sehr wunderbar ist alles. Viele kostbare Dinge gibt es hier. Fürchtet der Sahib nicht, dass man ihn berauben könnte? Nie zuvor habe ich so herrliche Dinge erblickt. Er schaute bewundernd auf eine staubige Messingschale aus Benares und auf einen wackeligen Ständer. Rauben würde hier nur ein Dieb aus der Dschungel, warf Abdul Ghafur ein und klapperte geräuschvoll mit den Tellern. Mowgli öffnete weit seine Augen und blickte den weißbärtigen Mohammedaner an. In meinem Reich schneidet man Ziegen den Hals durch, wenn sie allzu laut blöken, entgegnete er heiter. Aber hab keine Angst, du. Ich gehe. Er wandte sich um und verschwand im Ruck. Gisborne blickte ihm mit einem Lachen nach, das in einem leichten Seufzer ausklang. Außerhalb des regelmäßigen Dienstes gab es im Leben eines Forstbeamten nicht viel Abwechslung. Und dieser Sohn der Wälder, der mit Tigern umging, wie gewöhnliche Sterbliche mit Hunden, würde ihm willkommen eine Zerstreuung gewesen sein. Ein ganz prachtvoller Bursche ist das, dachte Gisborne. Fast wie ein Bild aus einem Werk der Klassik. Ich hätte ihn gern zu meinem Büchsenspanner gemacht. Allein zu pirschen ist immer zu langweilig und dieser Junge würde einen vollkommenen Shikari abgeben. Was in aller Welt mag er wohl sein? Oh Mann. Am Abend des gleichen Tages saß er unter der Veranda unter den Sternen, rauchte und sann. Aus dem Pfeifenkopf stieg eine Rauchwolke hoch. Als sie abgezogen war, sah er Mowgli mit gekreuzten Armen auf dem Geländer der Veranda sitzen. Ein Geist konnte nicht geräuschloser erschienen sein. Gisborne stutzte und ließ die Pfeife fallen. Draußen im Ruck gibt es keinen, mit dem man reden könnte. Deshalb bin ich zu dir gekommen, sagte Mowgli, hob die Pfeife auf und gab sie Gisborne zurück. Oh, meinte Gisborne und fuhr nach einer längeren Pause fort. Was gibt's Neues im Ruck? Hast du wieder einen Tiger ausgemacht? Die Nilgais wechseln ihre Weidegründe, wie immer zur Zeit des Neumonds. Die Sauen wühlen jetzt am Kanye-Fluss, denn sie wollen nicht mit dem Nilgais zusammenfressen. Und ein ihrer Bachen wurde von einem Leoparden gerissen in dem hohen Gras der Flussmündung. Mehr weiß ich nicht. Und woher weißt du das alles? Fragte Gisborne. Lehnte sich vor und blickte in die Augen des Fremden, die im Sternenlicht glitzerten. Wie soll ich nicht wissen? Die Nilgais haben ihre Gewohnheiten und Bräuche und jedes Kind weiß, dass Schwarzwild niemals mit ihnen zusammen äßt. Ich wusste es nicht. Und du bist Oberaufseher, wie die Männer in den Hütten mir sagten. Oberaufseher über all diese Forsten? Mowgli lachte leise. Kindermärchen zu erzählen ist leicht genug, sagte Gisborne gereizt über das Lachen zurück. Du kannst, wer weiß was, berichten, was alles im Ruck vorgeht und keiner das nachprüfen kann. Die Knochen der gerissenen Bache werde ich dir morgen zeigen, entgegnete Mowgli ganz unbewegt. Und was die Sache mit den Nilgais betrifft, so möge der Sahib nur still sitzen bleiben und ich werde einen Nilgai-Bullen hierher treiben. Wenn der Sahib gut auf die Geräusche achtet, dann wird er erkennen, von woher der Nilgai getrieben wird. Die Dschungel hat deine Gedanken verwirrt, Mowgli, sagte Gisborne. Wer in der Welt könnte Nilgai-Büffel treiben? Sitze still, denn ich gehe. Beim Himmel, ein Geist ist dieser Mann, dachte Gisborne. Denn Mowgli war in der Nacht verschwunden, ohne dass man auch nur den leisesten Tritt gehört hätte. Das Ruck breitete sich in breiten Falten aus schwerem Samt unter dem ungewissen Licht der Sterne aus. So still lag es, dass der leiseste durch die Baumwipfel streichende Windhauch herüberklang,
wie das Seufzen eines tiefschlafenden Kindes. In der Küche klapperte Abdul Ghafur mit dem Geschirr. »Ruhe da«, rief Gisborne und sammelte sich, um zu lauschen wie einer, der mit der Grabesstille des Ruck wohl vertraut war. Er hatte die Gewohnheit, sich regelmäßig zum Essen feierlich anzukleiden, um so seine Selbstachtung in der Abgeschiedenheit seines Daseins zu wahren. Und nun knarrte die steife Hemdbrust in jedem Atemzug, bis er die Lage änderte. Dann begann der Tabak der etwas verstopften Pfeife zu schmoren und er legte sie beiseite. Bis auf den leisen Atem der Nacht im Ruck war nun alles totenstill. Aus unbestimmter Ferne drang durch das tiefe Dunkel ganz schwache Echo eines Wolfsgeheuls. Dann trat wieder völliges Schweigen ein. Für lange Stunden, wie es schien. Endlich, als seine Beine unterhalb der Knie schon alles Gefühl verloren hatten, vernahm Gisborne etwas wie ein Krachen sehr weit weg im Unterholz. Er zweifelte, bis sich das Krachen ständig wiederholte. »Es kommt vom Westen«, murmelte er. »Irgendetwas ist dort im Gange.« Der Lärm wuchs, das Knacken und Krachen wurde immer deutlicher. Und dann hörte man das tiefe Grunzen eines heiß verfolgten Nilgai-Bullen, der in panischer Angst flüchtete, ohne seines Weges zu achten. Zwischen den Baumstämmen brach ein Schatten hervor, wuchtete wie erschrocken zurück, stürzte grunzend und brummend von Neuem vor und kam mit Trappel über den festen Boden so dicht an der Veranda vorübergejagt, dass Gisborne ihn fast mit der Hand hätte berühren können. Ein Nilgai-Bulle war es, triefend vom Tau, und die Hörner hingen Schlingpflanzen und seine Augen glühten auf in dem aus dem Hause fallenden Licht. Beim Anblick des Menschen stutzte das Tier und flüchtete am Rande des Rucks entlang, bis es in der Dunkelheit verschwand. Als erstes dachte Gisborne in seinem verwirrten Sinn, dass es höchst ungehörig war, den schweren blauen Bullen so aufzustöbern und zu treiben, ihn gleichsam zur Musterung vorzuführen während der Nacht, während man die Tiere in Ruhe lassen sollte. Dann sagte eine sanfte Stimme an seinem Ohr, während er noch starrend dastand: »Von der Flussmündung kam er, wo er die Herden anführte, vom Westen her. Glaubt deshalb jetzt, oder soll ich auch noch die Herde herantreiben, auf dass sie gezählt wird? Deshalb ist auch der Wächter des Rucks.« Mowgli hatte sich auf der Veranda niedergelassen, ein wenig kürzer atmend als sonst. Gisborne blickte ihn mit offenem Munde an. »Wie ist das möglich gewesen?«, fragte er. »Deshalb sah«, getrieben wurde der Bulle, »getrieben wie ein zahmer Büffel. Oh, eine schöne Geschichte wird er zu erzählen haben, wenn er zu seiner Herde zurückkommt. Dieser Trick ist mir neu. Kannst du denn ebenso schnell laufen wie ein Nilgai?« Deshalb hat gesehen, wenn der Sahib genaue Nachricht braucht, vom Wechsel des Wildes zu irgendeiner Zeit, so bin ich Mowgli zur Stelle. Ein gutes Ruck ist das, ich werde hier bleiben. Bleibe, denn wenn du essen willst, so ist eine Mahlzeit für dich immer bereit. Ja, wahrlich, gekochte Nahrung liebe ich sehr, antwortete Mowgli rasch. Keiner darf sagen, dass ich nicht gekochtes und gebratenes ebenso gern esse wie jeder andere Mensch. Für die Mahlzeit komme ich her. Dafür verspreche ich, dass der Sahib ruhig in seinem Haus schlafen kann, bei Nacht, und kein Dieb soll einbrechen, um ihm die reichen Schätze wegzutragen. Mit Mowglis plötzlichem Verschwinden nahm die Unterhaltung ein Ende. Gisborne saß noch lange rauchend auf der Veranda, und das Ergebnis seines Nachdenkens war, dass er in Mowgli endlich den idealen Forstwacht und Waldhüter gefunden hatte, nachdem er und die Verwaltung schon lange suchten. »Ich muss ihn in den Dienst der Regierung nehmen. Ein Mann, der Nilgai-Herden zu treiben versteht, weiß mehr vom Walde als 2 Dutzend gute Forstbeamte. Ein wahres Wunder ist er. Ein Luxus naturae. Ein Lusus naturae. Aber Wildhüter muss er werden, wenn man ihn nur dazu bringen kann, sich an einem Ort niederzulassen«, dachte Gisborne. Weniger günstig war Abdul Ghafurs Urteil. Er bemerkte zu Gisborne beim Schlafengehen, dass derartige Fremdlinge von Gott weiß, woher zumindest berufsmäßige Diebe seien, und er persönlich hätte überhaupt nichts für solche nackten Kastenlosen, die sich weißen Männer gegenüber nicht zu benehmen wüssten. Gisborne lachte und schickte ihn fort, worauf sich Abdul Ghafur brummend verzog. In der Nacht sah er sich veranlasst, seine 13-jährige Tochter durchzuprügeln. Niemanden war der Grund des Streites bekannt, aber Gisborne
hörte das Geschrei.